Wie machst du das? Ein Beispiel. Der Günther hat ein Unternehmen und er hat 24 Mitarbeiter. Er hat sich einen Pool für sich selber daheim gebaut und hat sich gedacht, er könnte ja eine Grillfeier machen und könnte die Mitarbeiter einladen zum Grillen, ein bisschen beieinander sein, einfach den Pool ein bisschen feiern. Er erzählt mir, dass 12 Mitarbeiter, die haben nicht zugesagt, die haben abgesagt, die haben was anderes vor, die interessiert es scheinbar nicht. Und da sieht man einmal, was wir für ein Betriebsklima haben. Ist eine Katastrophe. Wie machst du das? Der Günther hat sich scheinbar entschieden, mit seiner Aufmerksamkeit komplett in den Mangel zu gehen. Und ich bin mir ganz sicher, wenn er so weiter tut, nachher werden höchstwahrscheinlich noch ein paar Absagen für die 12, die es schon zugesagt haben. Dann werden sie vielleicht zu zweit und zu dritt vor dem Grill stehen und vor dem neuen Pool. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Auf alles, was du schaust, das wird größer, nicht kleiner. Alles, was du in deinem Bewusstsein tragst, das wird größer, nicht kleiner. Wenn du ein ganz spezielles Auto im Sinn hast, was du kaufen möchtest, auf einmal siehst du es überall auf der Straße. Oder wenn Frauen schwanger sein, auf einmal sehen sie Kinderwagen und ganz viele Frauen, die was schwanger sein. Ganz automatisch, weil Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Und darum ist die Frage, auf was schaust du? Schaust du auf das, was nicht ist, was fehlt, oder schaust du auf das, was du schon hast, was schon da ist? Wenn du das tust, dann wird das größer. Wenn du auf das schaust, was fehlt, dann wird das Fehlende größer, der Mangel. Das heißt, du kannst 3 Millionen Euro auf dem Konto haben, kannst dir entscheiden, ob du glücklich bist oder nicht mit dem. Du kannst sagen, ja, ich will aber 5 Millionen. In dem Moment hast du ein 2-Millionen-Euro-Problem zum Beispiel. Also lebst du im Mangel. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, du wirst nachher für den 3 Millionen, die du schon hast, noch ein bisschen was verlieren, vielleicht ziemlich einiges, weil du lebst ja im Mangel. Und wenn du im Mangel lebst, wird der Mangel größer. Wenn du in der Fülle lebst, nachher wird die Fülle größer. Wenn jetzt der Günther sich freuen würde über die 12, die was zugesagt haben, und wenn er sagen würde, die anderen haben halt keine Zeit, das passt, wir machen eine Gaudi, dann wäre ich mir ganz, ganz sicher, dass noch 3, 4, 5, vielleicht 6 sogar noch spontan zusagen und sagen, hey, jetzt habe ich doch Zeit. Wie machst es du? Auf was schaust du? Auf was schauen wir in unserem eigenen Leben? Und es gibt Millionen Gründe, uns wirklich zu erinnern, auf was schauen wir? Weil alles, auf das, was ich schaue, es wird größer, nicht kleiner. Es wird größer. Du hast es in der Hand, so wie jeder von uns. Wir müssen uns nur erinnern. Der Alltag bringt die Übung. Ich freue mich schon bis zum nächsten Mal. Vierte Servus, mach's gut.